Am Montag ist ein Teil der Straße aus dem Industriegelände in Hoyerswerda stadteinwärts wieder für den Bus- und Pkw-Verkehr freigegeben worden. Über die Einfahrt Ziokowski-Straße muss der Verkehr Richtung in die Innenstadt rollen. Der Lkw- und Durchgangsverkehr wird großräumig über die B96 umgeleitet. Für Radfahrer in Richtung gibt es eine ausgeschilderte Umleitung über das Rosarium. Die Einfahrt ins Industriegelände erfolgt weiterhin über den Behelfsweg. Am Donnerstag wird im Industriegelände in Hoyerswerda die Straße A mit neuer Verkehrsführung wieder für den Verkehr freigegeben. Es wird dafür die Straße E zwischen Kaufland und Tankstelle vollgesperrt, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Sie wird erneuert. Eine Umleitung führt dann über die Straßen A und F.